Geben wir uns Hit 'em up. Bevor wir hier reingehen, muss ich kurz noch eine Geschichte erzählen. Ich muss eine Story erzählen, die sehr unglaubwürdig klingt und die so klingt, als wäre sie nicht wahr und hätte so niemals passieren können. Aber sie ist zu 100% wahr. Es ist Folgendes gewesen. Ich bin auf eine weirde Art und Weise mit John Weber verbunden. Uns verbindet eine Sache, die passiert ist. Und die Leute, die schon länger hier zuschauen, wissen auch, dass ich hier keinen Scheiß erzähle, dass es wirklich so war. Der Großteil wird es aber nicht mitbekommen haben, weil ich das nie an die große Glocke gehangen habe, aus Gründen. John Weber und ich waren beim gleichen Vertrieb. Wir hatten den gleichen Vertrieb, über den wir unser Album released haben, ne? Sein Album kam, glaube ich, kurz vor meinem. Oder ungefähr zeitgleich, aber ungefähr, also ungefähr in einem ähnlichen Zeitraum. Ja, oder nach meinem. Ich weiß es gerade nicht genau. Es war auf jeden Fall noch unveröffentlicht. Ja, es war halt mein erstes Album, ne? Ich habe mit meinem Vertrieb, ne, alles geklärt. Die Boxen gingen raus und die CDs wurden gepresst und, ne, es hat ja viel mit Planung zu tun, ne? Wo gehen die CDs hin? Wie viele macht man? Wie viele schickt man in den Einzelhandel? Und nach Amazon eine bestimmte Menge und so weiter, ne? Dann plant man das, dann macht man ein Cover und, ne, alles Mögliche. Viel organisatorischer Scheiß, eine GEMA-Anmeldung. Und bli und bla und blub, ne, so. Ich habe mich natürlich riesig gefreut, weil das war mein erstes Album, ne, ist bis jetzt auch mein letztes, so, bis zu aktuellem Stand so. Und war natürlich sehr stolz drauf, zu wissen, dass das in den Einzelhandel kommt, weil das ist ja so, das ist halt so, keine Ahnung, ich glaube die meisten oder für jeden Rapper irgendwo so ein gewisser Traum, zumindest noch aus der alten Zeit. So eine CD in den Händen halten und so, ne? War rein businesstechnisch keine gute Entscheidung, weil ich an den CDs nicht so viel verdient habe. Aber ich wollte halt einfach mich im Laden sehen und mir darauf einkeulen, so, ne? Und ja, die ganze Sache lief super, ne? Es wurde dann gepresst und dann gingen die CDs raus. Und die Sache war, dass ich vom Vertrieb, ich weiß nicht genau die Anzahl, ich sag jetzt einfach 50 oder 30 CDs bekommen habe, nach Hause zum Verschenken einfach, ne? So vier Freunde, Bekannte, Leute, die mitgeholfen haben und so weiter, zum Verlosen und so, ne? Einfach so ein paar CDs, mit denen ich dann was machen kann. Ich habe also diese CDs bekommen und habe mich mega drüber gefreut, so, ne? Alles sah auch gut aus, so, ne, das Design hat gepasst, so wie ich es mir ungefähr vorgestellt habe. Habe diese CD rausgeholt, habe so einen alten CD-Player angestöpselt, so, weil eigentlich höre ich nicht mehr wirklich CDs, ne, alles digital, aber in dem Fall wollte ich natürlich checken, so, boah, geil, meine eigene CD. Da mache ich so diese Musik rein, machst du die CD rein, drück so Play und der Beat geht los und ich erkenne in dem ersten Beat schon, dass ich diesen Beat nicht kenne. Ich habe diesen Beat noch nie gehört. Ich denke mir so, hä, was ist das für ein Beat, Digga? Ich höre so weiter. Und jetzt kommt's. Auf einmal rappt da John Weber. Ich skippe so zu Song 2, John Weber. Song 3, John. Ich hole die CD raus. Es ist mein Druck drauf. Es ist mein Druck drauf. Ich denke mir, Digga, was ist denn da? Was, hä? Da war ich noch guter Dinge und dachte so, okay, die 20 CDs, die sie mir geschickt haben, da ist anscheinend was schiefgelaufen. Telefon. Ich rufe an. Alle CDs bei Mediamarkt, Amazon, im Einzelhandel, die da überall rumlagen, war John Webers Album draufgepresst. Da wurde einfach John Webers Album gepresst. Irgendwas ist da schiefgelaufen und ich hatte einfach John Webers Album, was ja zu dem Zeitpunkt auch so ein bisschen kontrovers war, aufgrund dieser ganzen Beef-Thematik, hatte ich einfach schon Tage oder Wochen vor Release. Ein Unding. Sowas darf eigentlich nicht passieren. Eigentlich unmöglich. Und das war übrigens auch der Grund, warum mein Album nochmal verschoben wurde. Ich wollte das damals nicht sagen, weil erstens war es unangenehm, zweitens wollte ich auch nicht dem Vertrieb schaden in dem Moment. Und ja, wollte das einfach professionell über die Bühne bringen. Musste dann quasi die Schuld auf mich nehmen oder mir einen alternativen Grund ausdenken, so nach dem Motto, es braucht doch noch ein bisschen, da ist was schiefgegangen. Aber war sehr, sehr ärgerlich. Und das ist aber das Witzige, immer wenn ich an John Weber denke, was nicht so oft passiert, ja. Aber jetzt gerade zum Beispiel muss ich an diese Situation denken. Wie es einfach hätte ich die CD, stellt euch mal vor, ich hätte diese CD nicht ausgetestet. Es wäre einfach der ultimative Fail des Jahrtausends gewesen. Stell dich vor, einfach alle Alben im Laden, ist einfach John Weber drauf, Digga. Oh. Ja. Hättest du in dem Fall nicht gemacht. Ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was da genau die Beweggründe waren, aber ich wurde auch entschädigt, muss ich dazu sagen. Also alles cool. Ich wurde in der Hinsicht finanziell entschädigt so. Aber da
Da waren noch ein paar andere Sachen, mit denen ich nicht so ganz zufrieden war. Deswegen wollte ich da noch wieder mein eigenes Ding machen. Ist aber auch egal, hier geht es nicht um Schuldzuweisung. Sowas, Menschen machen Fehler, sowas kann halt passieren, auch wenn es sehr weird ist. War aber eine crazy Geschichte, ne? Die wollte ich mal erzählt haben. Und mit diesem Gedanken gehen wir jetzt rein in den John Webber-Diss, ne? Bevor wir reingehen, nochmal ganz kurz die Frage an Leute, die Plan haben, weil, ey, ich bin ein vergesslicher Opa. Wie war die ganze Geschichte nochmal? Also, Julian und Sunny haben zusammengearbeitet und die Dinge gemacht. Und John Webber hatte so das Gefühl, er wird so verraten, oder? Also so Sunny lässt sie so im Stich, weil er so mit seinem Schwammding und Julian was Neues aufbaut, oder? War das so irgendwie der Grund, der Hauptgrund? Wie ist das nochmal entstanden? Oder nee, gab es vorher nicht Gewaltattacken gegen Sunny oder so? Irgendwie mit Auto und sowas? John Webber-Hype war weg, als Sunny weg war. Sunny war immer nett zu John Webber. Komplett ohne Grund hat er dann den Diss-Track rausgehauen. Obwohl John Webber sowohl Sunnys Frau als auch Sohn kennt. Sunny hat Money Rain inoffiziell verlassen, ohne Webber richtig Bescheid zu sagen, und Webber war irgendwie pisst. Da können wir jetzt reingehen, Leute. Ja, was soll man dazu sagen? Wir gehen erstmal rein und dann reden wir drüber. Ne? Ich glaube, wir wissen alle, was uns so ein bisschen erwartet. Wir wollen es jetzt aber auch hier nicht zu einem Hate-Spektakel werden lassen. Ne? Darum geht's ja nicht. Wir wollen ein bisschen in Nostalgie schwelgen. Von dem her, lasst uns da versuchen, halbwegs neutral zu bleiben. Rein da! Ja, Bro. Ja, bei dir, Bruder. Läuft. Hast du die Ware dabei? Ja, Mann. Das erinnert mich gerade an so einen Live-Auftritt von Serdar Somuncu, wo er sich über Assis im TV lustig macht und dann darüber spricht, dass die mittlerweile untertitelt werden müssen, damit man sie versteht. Und wie erinnert mich das gerade daran? Ja, ja, wir brauchen natürlich erstmal wieder eine Mafia-Geschichte. Ja, Mann. Check mal den Maybach hin, ja, Mann. Weil die Bentley sitzt. Ja, was für eine Verarbeitung. Ey, warum sieht denn der eine ein bisschen aus wie Shindy, oder? Links könnte auch Shindy sein, oder? So auf den ersten Blick so ein bisschen. No disrespect. Aber so ein bisschen, oder? Chill. Ja? Alles klar. Wisst ihr, was ich so krass finde? Als wir uns die ganzen Diss-Tracks reingezogen haben, ne? Bushido, K, PA, ne? Da ist mir so aufgefallen, wie einfach die Zeit vergangen ist, wie man einfach älter wurde. Ich fand die Disses teilweise immer noch sehr nice. Also hier und da, je nach Laien, je nach Produkt. Aber diese Geschichten, die sind schon ein bisschen unangenehm im Nachhinein zu schauen, oder? Findet ihr nicht? Also dieses Entführen und oh, wir nehmen die mit und so. Ey, ich merke einfach, scheiße, Digga. Da bin ich rausgewachsen. Ich bin zu alt. So, Diss-Track geht immer noch. Ja, wenn es so in diese inhaltliche Auseinandersetzung geht oder ins Punchline-mäßige an den Kopf werfen. Aber wenn es um diese, ich entführe jetzt jemanden, der sieht so aus wie du und mach mit dem voll die Mafia-Geschichte. Ja, da bin ich schon fast wieder raus. Da ist mir schon fast lieber einfach so dieses Savage-mäßige. Da war zwar auch mit so vergraben und so, aber es wurde nicht so ein Kinofilm vorher gedreht, sondern da geht, das war halt das Musikvideo. Das ist, glaube ich, mehr mein Film mittlerweile. Zeit abzurechnen. Jetzt sind wir nur noch zu zweit. Wir stehen zusammen. Wir fahren zusammen, Bruder. Es ist leider da schon ein bisschen unangenehm. Es ist halt echt nicht so gut gemacht so. Ich meine, da steckt bestimmt viel Arbeit drin, ne? Keine Frage, hier mit Drohnenaufnahme, ne? Vor irgendeinem gemieteten, was weiß ich, Garagen-Dingsbums-Lager, was weiß ich, ne? Die Leute da mit so Fake-Pistolen oder Knarren. Keine Frage, da steckt Arbeit drin. Aber, ja, weiß ich nicht. So dieses Gespräch im Auto halt irgendwie leicht, ja, so cringy einfach, ne? Ja, wenn man nicht schauspielern kann, ist so, ne? Dann sollte man, ja, weiß ich nicht.
Ich hatte zum Beispiel Songs, in denen ich, oder Musikvideos, in denen ich schauspielern wollte. So, wo ich irgendwie, weiß ich nicht, so zum Beispiel, keine Ahnung, so, Ich lass los zum Beispiel. Da gab es auch so Szenen, da habe ich Aga eine Rose geschenkt, so, ne, in Anlehnung auf meine Ex und sowas, ne. Aber das waren dann immer noch so Sachen, so ohne Reden. Wenn es so ohne Reden, kann man das doch leichter darzustellen. Aber sobald es darum geht, dass du echte Emotionen in einem Gespräch rüberbringen willst, dann musst du schon ein bisschen Talent haben. Oder halt jemanden haben, der dich gut dastehen lässt, so. Okay, rein da. Ich hätte nie Erfolg im Deutschrap. Sorry, ist wieder stoppen. Ich kann nicht Erfolg sagen. Ich werde nie ein Star. Ich werde nie ein Star. Und ich bin kein Deutschrap-Hater. Nicht, dass die Leute jetzt denken, oh, der Gio ist alt geworden. Jetzt ist er alt geworden und kann auf einmal über alle richten. Und es steht auf einmal über allem. Aber ich sag euch einfach, ich könnte nicht rein. Digga, ich könnte nie da rauslaufen, ernsthaft. Und mit Leuten, die eine Kalaschnikow da rumhalten, Digga. Und mit einem Baseballschläger, Digga. Nee, das kann ich nicht. Das geht nicht. Das stellt euch das mal vor, wie ich da jetzt mit einem Maschinengewehr rauskomme. Stellt euch das mal vor! Ja, ein rappender Penis ist aber auch cool! Und wer jemand kommt jetzt mit dem Entidis, mit der Knarre. Alte Zeiten! Oh nein, aber jetzt habe ich zu krass geurteilt. Wer weiß, in welche Richtung ich doch gehen will. Ich nehme es wieder zurück. Aber eigentlich können wir froh sein. Es sind fast 3 Minuten um und wir mussten noch keine Line hören. Also von dem her. Yo, what's poppin', bitches? Habt ihr wirklich gedacht, dass ich schweige? Gewisse Personen haben das Hurensohn-Level deutlich überschritten. Jetzt gibt es das offizielle Statement von mir, ihr Bitches. 4 Jahre. Habe ich nie verstanden. Wer ist das? Wer ist der mit der Cap? Ich hab's nie verstanden. Wer, was soll AT in diesem Musikvideo? Was macht AT in diesem Musik? Ich peil's nicht, Digga. Was will AT da? War doch auch nur ein Teilnehmer. Ich hab 4 Jahre die Klappe gehalten. Das soll Julian sein. Aber jetzt ist Schluss damit. Julian, hör zu. Hör zu, du Hurensohn. Hit him up, bitch. Ich lasse Shots aus der Gun regnen. Wie Platzregen. Anders als den Nobody Diss kannst du meinen vorher nicht absegnen. Yo, ich nimm dich mit auf nen Trip durch die Hölle. Mit mehr Hass am Mike, bitch, als Hitler und Goebbels. Also bis jetzt ein Flowfehler, aber noch hörbar, so, ne? Noch hörbar. Also alles noch im Rahmen. Trip durch die Hölle. Mit mehr Hass am Mike, bitch, als Hitler und Goebbels. Julian lässt sich von Diego ein paar Parts verfassen. Doch das bisschen Geld dafür hat seine Bitch für ein paar Prada-Taschen auf dem Bazar gelassen. Diego be broke, häng aber. Ah, das ist ja. Das ist schon krass, Mann. Das ist echt krass. Was ich mich da halt frage ist, wer segnet sowas ab? Guck mal, alleine dieses Musikvideo, da sind ja irgendwie 10 Beteiligte oder so oder mehr, ne? Die Schauspieler oder die Darsteller, der Drohnendude, der Kameramann, der Cutter, was weiß ich, ne? Dann die Leute im Studio, die das doch gemischt haben. Da muss es doch irgendjemanden geben, der einem sagt so, ey Bro, ist nicht so nice so. Weil das Problem ist halt, wenn du Offbeat bist, das ist halt schon das Todesurteil eigentlich, ne? So, wenn du Onbeat bist und du bringst halt schlechte Lines, dann sagen die Leute am Ende, okay, war kein guter Diss-Track. Aber wenn du halt voll so neben dem Takt rappst, dann sagen die Leute nicht, war kein guter Diss-Track, dann sagen die Leute halt einfach, ist peinlich so. War richtiger Müll. Und das ist halt gerade bei einem Gegner wie San Diego, musst du doch zumindest stabil abliefern in Form von, dass du dein Handwerk beherrschst. Unabhängig davon von der Qualität der Lines, dass du einfach dein Handwerk als Rapper beherrschst. Das ist halt schon schmerzhaft. Aber wir gehen da komplett rein. Wir gehen komplett durch da. Das bisschen Geld dafür hat seine Bitch für ein paar Prada-Taschen auf dem Bazar gelassen. Diego be broke, hing aber weiterhin an Severing-Schwanz. Und da der doch ohnehin ein seelisches Wrack war, Depri und blass, Häufchen Elend mit nem Ego wie ein Emo verliebt. Oh, Digga, ist das schlimm, Alter. Das ist schon echt schlimm. Es ist echt schlimm. Das ist echt krass, Digga, dass einem das selbst nicht auffällt. Und das ist ja dann eher ein Safe-Diss. Man fragt sich dann ja, wie konnte es sein, dass als Sunny noch da war, der John Webber ja in Ordnung klang. Also die haben ja, oder? Also ich sag euch ehrlich, ich bin da nicht so drin in dieser ganzen Sunny-John Webber-Money-Rain-Geschichte. Da war ich nicht so drin einfach. Aber ich glaube zumindest, dass John da nicht so Offbeat war, oder?
Wahrscheinlich. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Sunny sowas released. So einfach von seinem Perfektionismus her könnte ich mir das nicht vorstellen. Und das ist dann natürlich unangenehm, wenn der Sunny weg ist und dann bringst du auf einmal sowas. Das lässt sich halt noch schlechter aussehen, ne? Naja, wir versuchen mal weiter hier. Vielleicht kommt ja inhaltlich irgendwas. Dein seelisches Wrack war Depri und blass. Häufchen Elend mit nem Ego wie ein Emo verlegen und schwach. Kamt ihr beiden dann eines Tages auf die Idee mit dem Schwamm. Okay, warte mal. Aber das ist trotzdem interessant. Unabhängig jetzt davon, was da abging. Lass mal kurz lesen. Wird wieder mal enge Krampfkacke. Wie Video fürs Jules Battle. Kennst das ja, keiner kann warten. Ja, mache da als SpongeBob mit. Hahaha, gibt's Cash. Ich kann mir vorstellen, die sind bestimmt echt. Aber es ist einfach cool, da mal so hinter die Kulissen zu schauen. Wir hören weiter. Die perfekte Verkleidung für so einen ängstlichen Pimp. Dabei kolle Gigs aus Angst vor der Bühne, die Hooks lieber vom Backstage aus singt. Und da Julians Freundschaft bloß berechneten Geschäftsmodellen entspricht, sei mehr Cash in dem Ding als Cash in dem String von Marina, der Lapdancerin. Also ich weiß aber noch, dass nach dem Diss sogar Leute meinten, der war krass. Also irgendwelche Leute aus dieser Bubble. Und ey, ist nicht böse gemeint, du kannst ja ein Fan sein, aber bleib doch wenigstens fair, Digga. Sag doch einfach, das Müll ist auch okay. Also Müll in Form von, das ist einfach nicht gut gemacht. Das ist einfach handwerklich nicht gut gemacht. So, ist leider so. Kann sein, dass der auch coole Songs hat. Ich kenne mich mit John Webber nicht so aus. Aber das ist halt leider ein Reinfall. Ne, ist einfach so. So habt ihr eure YouTube-Battles gestartet. Zu der Zeit hatte Diego nicht mal Cash, um seine Rechnung zu zahlen. Kaum Essen im Magen, doch für mich als sein Bro war es immer selbstverständlich, beim Neckes für sein Essen zu zahlen, Zigaretten zu zahlen. Für dich war es bloß Business over Friends, Mittel zum Zweck. Für dich spreche nur Taten. Doch ich ließ Diego machen, denn lieber Bills kicken für ne geldgeile Fotze, als dass sich der Bengel nix auf dieser Welt leisten konnte. Doch ja, bei mir ist auch, ich kann mich voll schwer auf den Inhalt konzentrieren, wenn es so Offbeat ist. Ich habe immer das Gefühl, wenn die Zeilen off, also wenn die Silben so Offbeat sind, dann das geht so durch mich durch, weil die eine Körperhälfte so vor Schmerzen sich krümmt, dass die andere sich nicht mehr auf den Inhalt konzentrieren kann. So, wisst ihr, was ich meine? So. Ja, ist leider, ja, ist schade, schade. Aber ich verstehe halt auch nicht, warum muss er denn so ein Beat nehmen? Ne? Warum nimmt er denn nicht so ein 90 BPM-Ding? Ne? Da kann dann, ne, das ist dann weitaus leichter drauf zu flowen. Ne? Mess dich doch nicht mit einem der besten Double-Time-Rapper, Digga. Macht doch keinen Sinn. Das macht doch keinen Sinn. Wenn du Sunny als Gegner hast, dann musst du entweder der krasseste Double-Timer sein oder du lässt es. Mit den Cash und den kleinen Folgen kam die Arroganz, die er sich ohne Schwamm nur als Steamer sonst nicht leisten konnte, Line zu droppen, gegen Runden, auf die ihr euch in etwa 30 Wochen vorbereiten konntet. Ja, okay, aber inhaltlich fand ich das jetzt ganz nett, so, ja, also so Runden 30 Wochen so sehr überspitzt, ja, ja, so aus dieser Rapper-Sicht, ne, dieses JBB-Ding war ja für viele mal lächerlich, ne, es gibt ja auch viele JBB, Ex-JBB-Rapper, denen es peinlich ist, so, die damit nichts mehr zu tun haben wollen, die darauf nicht angesprochen werden wollen, so, weil das irgendwie in der Deutsch-Rap-Szene war das irgendwie, ja, war halt kein angesehenes Ding, ne, genauso wie VBT, ich glaube, JBB war noch schlimmer, einfach aufgrund von Julian, ne, aber so diese Video-Battle-Geschichte allgemein hat so in der Szene eher so einen schlechteren Stand, was ich ein bisschen schade finde, weil im Grunde sagt es ja erstmal nicht viel aus. Ne? Es sind halt Leute, die haben Bock gehabt auf einen Video-Battle. Das sagt ja nichts über den Künstler erstmal aus. Ne? Es gibt coole Künstler, ne? Und talentierte Leute, das muss man halt einfach sagen. Denn Fakt ist, die Finalrunde von diesem Pädophilen hatte Julian bereits lange Zeit vorher auf dem MacBook liegen. Sie steckt. Okay, da hat er mein das hässlichste Bild von mir genommen, was es gibt. Finde ich ein bisschen gemein. Aber warum nennt er mich denn Pädophil, Digga? Warum nennt er mich denn Pädophil, wenn er selber sagt, die ganzen Runden und so wurden so gestaged über 30 Wochen? Warum beleidigst du mich denn jetzt? Ich hab dir doch gar nichts getan. Ich hab dem doch gar nichts getan. Ich war doch gar nicht gemein. Warum macht er mich denn jetzt auch fertig? Ich hab doch nichts gemacht, Digga. Diesem Pädophilen hatte Julian bereits lange Zeit vor. Aber dieses Bild, warte mal. Denn Fakt ist, die Finalrunde von diesem Pädophil. Ey, das ist wirklich, wenn wir ganz ehrlich sind, dieses Bild, dass Julian das damals als Thumbnail genommen hat für meine Quali, glaube ich, ist eigentlich müsste ich ihn anzeigen, Alter. Ja, es ist schon, wirklich. Also, ey, okay, ich sah in diesem Video allgemein nicht aus wie der hottest Sunny Boy vom Strand so. Aber man hätte doch, also da gab's doch wirklich, da hätte es doch noch irgendwas anderes gegeben in diesen 3-4 Minuten, Alter. Aber ich glaube tatsächlich, dass man ihm Thumbnail schicken konnte und ich habe es nicht gemacht und dann hat er einfach irgendein automatisches genommen, glaube ich, bin mir nicht sicher. Aber das ist natürlich sehr, sehr, sehr unvorteilhaft und ein Bild, auf dem ich jetzt auch nicht unbedingt finde, dass ich mich von der Schokoladenseite zeige, aber ja. Alte Zeiten, ne? Hatte Julian bereits lange Zeit vorher auf dem MacBook liegen. Sie steckten unter einer Decke wie Gio beim Bangen mit Kids und Gio selbst steckte. Digga!
Der ist das ein Geodiss oder was? Der hat mich jetzt schon dreimal erwähnt in drei Lines. Alter, ich wusste es gar nicht mehr. Ich wusste, dass ich vorkomme, aber Alter. Aber dieses Geo, das Geile bei Geo ist, dass das Geo immer so Offbeat ist, also der Name ist immer so Offbeat gefloht, dass keiner checkt. MacBook Lee, sie steckten unter einer Decke wie Gio beim Bangen mit Kids. Und Gio selbst steckte mit drin wie Gio selbst in der Sechsjährigen. Und Gio selbst steckte mit drin wie Gio selbst in der Sechsjährigen. Okay. So hätte wohl jeder diesen hässlichen Bengel zerfickt. Und sowas nennt ihr dann 35 Minuten Battle-Geschichte? Come on. Also. Ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster. Ich bin, ey, straßentechnisch, ne, könnt ihr mir wahrscheinlich sämtliche Knochen brechen. Ne, ich bin nicht so der Fighter. Aber ich glaube, ich wage zu behaupten, dass ich ihm rap-technisch weit überlegen bin. Von dem her finde ich das ein bisschen frech. Ne, die Aussage, gut, ist ein Diss-Track, da macht man auf dicke Hose. Ne, das gehört halt dazu. Ne, muss man mitleben. Und sowas nennt ihr dann 35 Minuten Battle-Geschichte? Come on. Ihr kleinen Hurensöhne. JBB, alles fake. Abgekatert to the fullest und mehr nicht. Ja, aber wenn es doch alles fake ist, warum bin ich denn jetzt der Pedo, Digga? Ja, normal bin ich blöd. Warum bin ich jetzt blöd? Ich bin das Opfer. Jules und ich sprechen Moves ab. Immer. Da habt ihr euch noch so einen kleinen Kinderficker ins Boot geholt, der seine hässliche Fresse in die Kamera hält, nur um letztlich den zweiten Platz zu holen. Ihr Heuchler. Ach so, ach, die Unterstellung ist jetzt, dass ich auch mit zu dem Plan gehöre. Dass ich mich freiwillig habe so zerficken lassen. Ich war quasi einfach nur das Maskottchen. Ach so, okay. Wäre schön gewesen, dann hätte ich wahrscheinlich wenigstens auch richtig was rausholen können, so, ne, für diesen Move. Leider nicht, war leider nicht so, was soll ich machen? Der seine hässliche Fresse in die Kamera hält, nur um letztlich den zweiten Platz zu holen. Ihr Heuchler, aber die kleinen Kids, die vorm Rechner hängen. Digga, dieses immer, didim, didim, didim. Oh, gute alte Zeiten, Alter. Nur um letztlich den zweiten Platz zu holen. Ihr Heuchler. Aber die kleinen Kids, die vorm Rechner hängen, habt ja immerhin verarscht damit. Und denen schön das Taschengeld aus der Hose gezogen. Sehr vorbildlich. Okay, aber Wayne, kommen wir zu deiner ganz eigenen persönlichen Analyse, Julian. Okay, also ganz kurz, bevor wir da jetzt nochmal weitergehen, um das inhaltlich nochmal aufzugreifen. Also ich glaube natürlich, ne, dieses JBB, dieser Fake-Vorwurf, ist ein bisschen krass so. Ich würde sagen, es ist schon irgendwie ein bisschen schwierig, ne, so Teilnehmer und Organisator waren sehr cool miteinander, ne, das ist natürlich immer eine blöde Grundlage. Natürlich war es auch immer ein bisschen blöd, diese ganzen Regelungen. Man darf Spongy nicht als Honey dissen, das zählt da nicht, aber der andere darf sich die größten Lügengeschichten über dein Leben ausdenken und so, ne. Da waren schon Sachen, die waren nicht cool. Aber ich kann euch versichern, ich hoffe, ihr vertraut mir. Ich hoffe, ihr könnt mir glauben. Ihr könnt mir auch in mein Gesicht schauen. Vielleicht hat jemand von euch ja gute Menschenkenntnisse. Wenn es da einen Plan gab, war ich nicht involviert. Ich wurde tatsächlich auf echte Basis so gefickt. Ich habe es mir nicht ausgesucht, damit es hier nochmal ganz klar ist. So, aber jetzt lass mal ganz kurz hier den Chat lesen. Denn du brauchst... So, was? Julian Block. Du musst sofort ins Studio Bordsteinschwalbe schneiden und Vincent schicken. Außerdem die Doppels von Julian for President. Die hast du ihm nicht geschickt heute. Dann danach... Das warte. Diego, der dir zeigt, wie man float, der dann aber lässt. Warte ganz kurz, wir hören es gleich nochmal, ich will nochmal hören. Digga, auf welchem Planeten lebst du? Du redest gerade mit mir wie mit einem Angestellten. Und ich glaube wirklich, dass diese Screens echt sind. Weil das passt super zu Julian. Passt super zu Julian. Ja, wie der teilweise mit mir geredet hat, Digga. Ja, zu dem Tag will ich das haben, sonst passiert das. Das ist Julian, Alter. Das kann schon sein. Digga, auf welchem Planeten lebst du? Du redest gerade mit mir wie mit einem Angestellten, den du bezahlst. Denkst du, ich springe jetzt ins Studio und cutte deine verkackten Spuren, die du verkackt hast? Und hab nicht mal was davon? Du weißt auch, wie das funktioniert. Ich bin nicht dein Bimbo-Kollege. Ich lasse meine Texte, die ich monatelang geschrieben habe, pressen und an die Öffentlichkeit kommen, ohne was dafür zu verlangen. Also bleib mal auf dem Teppich. Direkt mal eine Ansage gemacht. Direkt mal eine Ansage gemacht. Das ist wirklich. Also da glaube ich, das war so. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das war genau so, Alter. Das passt so gut. Das passt so gut. Du brauchtest einen Diego, der dir zeigt, wie man float. Der dann aber letztlich seine eigenen Lines für dich float. Für ein paar Scheine. Ein ganzes Album schreibt für dich Show. Währenddessen ziehst du um deine Depression. Zu vergessen die Lines. Weg auf Klo und damals hätte ich dich eigentlich schon durchgelassen. Doch aus Mitleid zu Diego hab ich dich leider verschont. Denn ja, es ist halt, der Flow ist halt wirklich sehr, sehr schwierig so. Und ich verstehe halt nicht warum, weil du kannst dir einfach einen besseren, also was heißt einen besseren Beat, aber einen Beat halt ein paar, picken, der mehr zu dir passt, ne. Ich hatte im JBB ja auch gegen Spongy vor allem immer das Problem, dass der natürlich Beats gepickt hat, auf denen ich nie rappe. Ich rappe halt meistens so 85 bis 95 BPM, so, das ist so meine Geschwindigkeit, in der ich mich meistens wohlfühle. Gibt Ausnahmen, es gibt auch schon andere Beats, aber
Das ist so die Standardgeschwindigkeit. Wenn dann jemand auf einmal mit so einem 70 ppm-Ding um die Ecke kommt, bist du halt ein bisschen verloren. Und da habe ich mich auch runtergekrepelt. War nicht ganz so schlimm, auf keinen Fall. Ich konnte mich da ja ein bisschen besser verkaufen, aber man merkt trotzdem, dass es halt, ne, dass ich nicht auf solche Beats rappe. So. Aber wenn du selber die Wahl hast, ne, und du sitzt im Studio, dann nimm dir doch ein Beat, Digi, der passt. Ich verstehe das immer nicht. Aber ich kenne das von vielen Leuten. Viele Leute picken Beats, die sie cool finden. Nicht Beats, auf denen sie gut rappen können. Aber wie wäre es eine Kombination aus beidem? Such dir doch einen Beat aus, auf dem du gut bist und den du cool findest. Wenn der Beat cool klingt, aber du kannst darauf nicht flowen, Digga, dann bringt der beste Beat dir auch nichts. Zu der Zeit war er broke und das wenige Geld reichte gerade mal so für seinen eigenen Sohn. Ich glaub, ich muss dem Hafti mal mitteilen, wo du wohnst. Du mache dann mit den Asgaks 70-30, du Hau. Füttere jeden deiner Ernstfeinde mit Insider-Information. Also wen willst du ficken? Du kriegst keine mehr hoch. Denn Julian, Schwulien hat eine erektile Dysfunktion, deswegen bevorzugt er statt Sex mit Mädels lieber dick zu blauen, du Pep-Junkie. Okay, aber wusste ich gar nicht mehr. Ja, okay, habe ich voll vergessen. Also John Webber hat quasi angefangen mit diesen ja, Fake-Geschichten, ne? So irgendwas mit Erektion und Dysfunktion. Denkt euch den richtigen Begriff. Gut, und dann hat Julian kam dann mit diesem Eierkin, mit dieser Eierkin-Geschichte um die Ecke, ne? Sex mit Mädels lieber dick zu blauen, du Pep-Junkie. Was für das Kokain zu geizig. Und mit Diego im selben Bett schlafen? Das Sofa war doch frei, Bitch, diese Misogynie. Und das mit dem Analytiker, klar. Ja, mag sein, dass die Reime da gerade okay waren, aber das bringt mir halt nichts. Ey, ich mein's gar nicht böse, ne? Ich würde es ja gerne appreciaten, aber das Problem ist, wenn dieser Flow schon so bröckelig ist, dann kann ich auch nicht die Reime feiern. So, weißt du, was ich meine? Die waren ja jetzt auch nicht überkrass. So, die waren okay. Das war, glaube ich, eine Vierer-Reimkette auf so einer Eisilben. Ist ja okay, muss man ja auch nicht meckern, aber wie soll ich das feiern, Digga? Wenn das Rundum-Paket drumherum nicht funktioniert, Digga. Mann war eine Bitch und desto intensiver war Papa für ihn da. Und als dann der Tag kam, als Mami missbrauchte, stand für den kleinen Julian fest. Er mag keine Frauen. Und weil du selbst keine mehr hast als deine Mom, beleidigst du Mütter. Naja, weil du selbst keine mehr hast. Und wär's echt nicht korrekt, dich den Sohn einer Hurenmutter zu nennen. Ich bin so ein krasser Motherfucker. Ich hab sogar meine eigene Mutter gefickt. Kein Scheiß, ich musste die Tote verrottet. Ah, es kommt das zweite Mal, ne? Der PA hat das ja auch ausgegraben, ne? Ey, ich wusste gar nicht, das JMC war noch davor? Krass! Weil das JMC, ich hab das halt kaum verfolgt, aber ich dachte, das kam viel später. Aber das war ja dann direkt, nachdem ich reingehauen bin, Alter. Nur aus ihrem Grab rausheben und dann mein irrigiertes, steifes, männliches Glied zwischen ihre verrotteten Rippen klemmen. Imagine, man kommt hier in den Stream mit dem Titel Die besten Deutschrap-Diss-Tracks aller Zeiten und hört das hier. Tut mir leid, Chat. Hallo Zuschauer, sorry. Ah, sexy. Von Männern gefüttert, von Männern angezogen. Drum bist du ganz nah zu Diego nach Westerkappen gezogen. Kannst du wirklich erklären? Außerdem kotzt mich dieses Rumgeschwule von San Diego total an. ja, ist klar, du Schwuchtel. Denn Weiber interessieren dich eh nicht drum. Hängst zum Club und quatscht die Geister voll wie ein Medium. Ein klarer roter Faden zieht sich mitten durch dein Leben. Und Diegos rote Haare klebten zwischen deinen Zähnen. Doch rote. Okay, ich will ein Haus kaufen und ein Sparkonto für meinen Sohn, was weiß ich, und selber mal ein paar Klamotten oder sowas. Man muss die scheiß Kuh jetzt melken, Alter. Unnormale Aussagen, solange die Chance da ist. Ich versteh's. Ich mein, Sunny, ne, der war jahrelang am Start, hat wahrscheinlich auch gut vor sich hingekrepelt, ne. So, ey, ich kenn diesen ganzen Struggle. Man macht halt so seine Mucke, man kriegt nirgendwo richtig Respekt, keine Ahnung. Die eigene Mama denkt sich so, ach, mein Sohnemann, Alter, ne. Irgendwie macht er seine Musik, so, was hab ich falsch gemacht, so, ne. Oder mein Sohnemann sitzt im Internet und guckt sich YouTube-Videos an, der sollte doch mal Anwalt werden, so. Ich versteh das, ne, ich kann das schon verstehen. Zahlen Nickelodeon durchkreuzen eure Pläne. Und jetzt blaut der Haar beim Babassat in Bremen. Der nächste Versuch, deine Klickzahlen zu steigern, Bitch. Keine Lüge, Fotze, ne Lüge wär's bloß, dich als Fixer zu beleidigen. Denn da ihm der Versuch misslingt, den eigenen Schwanz hochzukriegen, versucht er aus Trotz beim JBB irgendeinen Schwanz hochzukriegen. Ah, Schüsse aus der Walter, das ist Hidim ab, du Bastard. Denn im Leben kommt alles zurück, bis auf deine Mama. Ja gut, aber ich ist halt ein bisschen, ja gut, klar. Kann man vielleicht machen, diese Mama-Line. Aber das Problem ist halt, wenn Julian selber damit so umgeht, dann trifft die halt nicht, ne? Oh, oh, oh.
Nun zu dir, Juri. Du hast Glück, dass du so eine hinterhältige kleine Fotze bist. Ansonsten wärst du es nicht mal wert gewesen, hier erwähnt zu werden, du irrelevantes, fettes Stück Scheiße. Okay, da gab's auch schon diesen Beef, ja? Okay, also das heißt, Juri ist dann zu Sunny und Julian rüber ins Camp, ne? Und Johnny wurde quasi, oder hat sich so alleingelassen gefühlt, ne? Nach dem Motto. Aber deine ganzen Bitch-Moves dürfen nicht länger verschwiegen werden. Ich schieß mit Glucks auf dein Mondgesicht. Vergiss dein Friedenspakt, Juri, dich gäbe es nicht ohne mich. Und krass, ich wusste gar nicht, dass der früher noch ein ganzes Stück mehr gewogen hat, ne? Er hat sich schon nochmal stabiler verändert, ne? Glucks auf dein Mondgesicht, vergiss dein Friedenspakt, Juri, dich gäbe es nicht ohne mich. Und ihr hättet nie gedacht, was er nicht alles für ein Feature macht. Denn den Hauptteil seines Lebens hat er Juri auf den Knien verbracht. Beschäftigt mit... Fand ich jetzt eigentlich einen ganz netten Einstieg. Die Sache ist, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber dadurch, dass der Großteil so extrem Offbeat ist, hat man sich fast an die kleinen Offbeat-Stellen gewöhnt. Wisst ihr, was ich meine? Die fallen ja nicht mehr so negativ auf, weil man so dieses ganz krasse schon vorher kam. Mit Schwänzen auf der Backstage-Toilette, Kolle, Farid, Flair, Mandile. Ey, da war ich mit Mo Trip da, den kenne ich auch gut, weißt du? Und da hat er versucht, coolen zu machen vor Trip. Hehe. Aber ich habe gesagt, mach nicht auf krass, du hast vor 5 Monaten gefragt, ob ich mit dir SBM 2 mache und über Zilla gelästert wie eine Nutte. Aber das sind so Sachen, ich scheiß auf sowas, weißt du? Liste fände kein Ende, sacken für Fame. Doch niemand wollte ihn featuren. Und weil er so irrelevant war für die Szene, fing nicht mal jemand mit ihm Beef an. Doch du warst hartnäckig, Bitch, und konntest reden. Und weil Diego und ich selbst mal von ganz unten kamen, haben wir dir eine Chance gegeben. Die Ideen für deine Songs gegeben, die ein neues Image verpasst. All deine Lieder verfasst und deiner EP sogar den Titel verpasst. All deine Kosten immer auf unsere eigene Kappe genommen. Oh, schade. Das klang jetzt gerade, der Anfang klang so, als könnte es gut werden. Als könnte es Onbeat kommen, aber nein, er enttäuscht. Und deiner EP sogar den Titel verpasst. All deine Kosten immer auf unsere eigene Kappe genommen. Dir Respekt verschafft zu der Zeit, als ganz Kassel dich mobbte, nahmen dich auf wie... Warte mal, wir müssen uns das natürlich geben. Dir Respekt verschafft zu der Zeit... Waren heute in Kassel. Ich weiß, du wohnst weit weg. Hier spricht jeder schlecht über Juri. Was ich nicht verstehen kann. Du, ich und Juri waren bestimmt ein Dreamteam. Nur noch Selfmade als Vertragspartner fehlt. Naja, ist auch egal. Jedenfalls regt mich das auf, dass die hier so schlecht über Juri reden. Die meinen, sein Bruder wäre korrekt, aber er selber nicht. Ich kenne dich und ihn persönlich, aber eure Musik gefällt mir und ich freue mich auch schon auf euer Album. Naja, Bruders, das war auch alles. Ganz Kassel dich mobbte, nahmen dich auf wie ein Bruder, als deine Freunde dich abschrieben. Nahmen dich auf im Studio, während wir Zeilen für dich aus Blatt schrieben. Jetzt hat er paar Fans und benutzte plötzlich Anglizismen, bekam Aufmerksamkeit und durfte in Videos sogar in Ferrari sitzen. Die Erfüllung deines Lebenstraum, nicht mehr der Szene Clown, denn da... Deines Lebenstraum? Hä? Deines Lebenstraumes? Deines Lebenstraum? Ferrari sitzen, die Erfüllung deines Lebenstraum, nicht... Deines Lebenstraums. Ja, da fehlt ein S. Die Erfüllung deines Lebenstraums, Digga. Und durfte in Videos sogar in Ferrari sitzen. Die Erfüllung deines Lebenstraums. Nicht mehr der Szene Clown. Denn dank mir hast du mit Player Modus sogar mal eine CD verkauft. Dank Business Moves von John hast du Interviews bekommen und Features mit Automatik und Diego auf richtig guten Songs. Zum ersten Mal brauchte sich der Fettsack nicht mehr bücken. Zum ersten Mal konnte sich der Fettsack mit den Brüsten sich in seiner... Weißt du, was ich so krass finde, wenn ich so drüber nachdenke? Wie kann das denn sein, dass jemand, der so schlecht sein Handwerk beherrscht, mit San Diego jahrelang arbeiten? Wie geht das denn? Ey, ich will jetzt mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich gehe davon aus, hätte ich jahrelang mit Sunny an der Seite gearbeitet, da hätte ich so viel von lernen können, ich wäre heute der Boss, Digga, mit so einem Typen an der Seite, ne, der musikalisch ist, mischen kann, schreiben kann, flowen kann, dass ich mir denke, der muss sich doch so mitziehen einfach von dem, was er kann. Wie geht denn das? Aber irgendwo muss ich mich da auch bei Sunny fragen, wie kann das denn sein, Digga? Also okay, vielleicht war da wirklich Freundschaft der Hauptpunkt, ne? Vielleicht war es wirklich einfach so dieses, wir sind wirklich Brüder, so, wir mögen uns, wir sind füreinander da, wir stehen füreinander ein, so, egal wie gut, schlecht oder was auch immer du bist. Kann natürlich sein, ne? Kenn die Vergangenheit von den beiden nicht so gut. Aber es ist schon weird, ne? So auf der einen Seite irgendwie so ein übelst talentierter Type und dann jemand, der gar nicht, also das Handwerk nicht grundlegend beherrscht, obwohl die jahrelang zusammengearbeitet haben. Das ist schon,
ne? Eigenen Stadt vor anderen Rappern damit brüsten. Doch als Dank dafür rammt er mir das Messer in den Rücken. Redet schlecht über mich und erscheint nicht zu Videosets. Und als ich dann Diego bei Twerk disste, wart ihr plötzlich wieder Friends. Da das fette Kind nur an Ort und Stelle ist, wenn es irgendwas zu fressen gibt. Drum schrieb er Diego an, als der Schwamm dann langsam durch die Decke ging. Er schrieb dir dein Teflon down, doch dein Video floppte auf hiphop.de. Denn Juri, du bist zwar ein Fettsack, aber niemals Ricky Rosa. Du Teflon Don, Wahnsinnsalbum. Guck mal, die wollen in keine Videos, glaube ich, investieren. Also es wird gar keine Videos mehr von mir geben und keine Interviews und gar nichts mehr. Weißt du was? Ich meine, ich werde ein Album rausbringen, aber ohne Videos. Also bedeutet, die Videos werden immer andere Leute spielen und mich wird man gar nicht mehr sehen. Wer sind Oha. Diese Leute? Das sind richtige Dings-Businessmänner und die sind schon echt groß. Ja klar. Sag mal, Juri, wenn du so krass bist, wieso gab's dann... Digga, der arme Typ, der sich da klatschen lassen musste im Video. Digga. Ja klar. Sag mal, Juri, wenn du so Bam, bist, wieso gab's dann eigentlich nie mal Infos zu deinen Verkaufszahlen deines krassen Albums? Seltsame Sache, hm? Sehr seltsame Sache. Du hast mit meiner Kundschaft gerechnet, mit sattem Umsatz gerechnet. Doch. Aber man merkt so ein bisschen, so wie er jetzt gerade reinkommt, ne? Du hast mit meinem Umsatz gerechnet. Es klingt so ein bisschen Sunny-mäßig. Also man spürt so leicht unterschwellig diesen Influence, aber der hat nicht ausgereicht anscheinend. Du hast mit meiner Kundschaft gerechnet, mit sattem Umsatz gerechnet. Doch wenn ich mir jetzt mit deinen Verkaufszahlen deinen Umsatz errechne, ergibt das minus 20.000 Euro Schulden, du Faggot. Juri knackte mit Teflon Dawn grad mal so die 100er Grenze. Oh shit, Juri. 100 Einheiten. Physisch und digital. Angesichts der... Digga, der Typ da hinten wird richtig geschlachtet. Seht ihr das da im Hintergrund? Oh shit, Juri. 100 Einheiten. Physisch. Digga, der wird da hinten richtig ausgepeitscht. Physisch und digital. Bam, Digga. Alter. Was ist denn da los? Mir nie aufgefallen. Angesichts der Tat. Digga, liegt immer wieder. Sachen stellt sich doch die große Frage. Warum rappst du? Oh shit. Aber ich werde dir helfen. Ich helfe dir. Das war doch nicht wirklich im Video drin. Ey, daran kann ich mich nicht erinnern, Diggi. Das ist ja wirklich, also das ist wirklich maximaler Disrespect an Juri und an jeden, der das hört, Digga. Wie kann man denn so krass unter Realitätsverlust leiden? Und wisst ihr, das meine ich immer. Davon gibt's viel zu viele in der Szene. Wisst ihr, wie viele Leute ich kenne, die können gar nichts, gefühlt, ne, aber haben das Gefühl, die sind der Boss, Alter, in Deutschland. Damals schon, 100 Facebook-Likes, aber der große Star am Nachthimmel mit ihrem, alles aufgenommen mit iPhone, Offbeat. Das ist wirklich krass, das ist ja wirklich heftig. Dass das noch kommt, hätte ich, also das wusste ich nicht mehr und finde ich, also das ist ja wirklich verrückt. Okay, zeig uns mal, wie man float, Digga. Aber ich werde dir helfen. Ich helfe dir, deine Karriere zu beenden. Komm und check mich, Juri. John Ramadan, Rapper Lava, nicht vom Cash, du gehst minus mit der Flondon Penner. Bist wieder Ricky, noch French Montana. Komm mal mit Glocks und Pompe, der schaut in deinen Kopf, Fettsack. Und weil du so ein fettes Gesicht hast, ist jede Kugel ein Volltreffer. Und ich lass dich Color spielen, vergiss mal deine Star-Allüren, denn du bleibst ein Cocklecker von Frontsängern. Wollte dir zeigen, was Business ist, Juri. Du wolltest. Also ich muss sagen, der Double Time ist besser als der Rest sogar. Immer noch sehr wackelig so, aber ist besser als der Rest. Es war besser als der Rest. Es war besser, ich glaube, es war besser, weil dadurch, dass er die Silben voll geklatscht hat, ja, und hier und da, dann ne, bei der Snare und bei der Kick hört man das natürlich am besten, aber dazwischen auch, wenn man ein bisschen Plan hat, fällt es dann nicht mehr so doll auf, ne, aber auch das ist nicht ordentlich. Fettsack, und weil du so ein fettes Gesicht hast, ist jede Kugel ein Volltreffer, und ich lass dich Color spielen, vergiss mal deine Star-Allüren, denn du bleibst ein Cocklecker von Frontsängern. Wollte dir zeigen, was Business ist, Juri, du wolltest bloß Bitches und Groupies, doch keine Bitch und kein Groupie hat größere Titten als Juri. Ah, das fand ich jetzt aber nett. Titte-da-Dudi, noch keine Titte-na-Dudi, hat größere Titten als Juri. Ja, das kann man doch machen. Und du hättest wirklich gute Chancen beim JMC. Gebe dir dein Homie Julian mal Titten-Bonus für dein Doppel-D. Und hättest du dann noch jemanden, der deine Kosten trägt, dann seh mal in einem Video namens Gronkopé. Wirklich mal einen Gronkopé. Du machst Business, aber lieber du erzählst den YouTube-Kids mal, das ist keine Duffel Back for Cash, die du trägst, sondern Schulton Mister. Oh, Digga, ist das schlimm.
Leute, ihr könnt schreiben, was ihr wollt, wir gehen da durch! Unser Teflon Dorn besucht in Wahrheit noch die Abendschule und kriegt nebenbei als 400 Euro Base Straßenhure. Dicks bis in die Magengrube. Du bist kein Dieb bei Farid, du bleibst ein kleiner, dicker Banger-Fan. Unter deiner Teflon-West trägst du Secondhand. Mach nicht auf Ghetto-Chef, ich brüge dir dein Grinsen aus der Fresse, Fack. Du legst am Boden, formst mit deinen Zähnen noch ein SOS. Juri Abdul Fett. Juri, dein Sohn postet, dass er mit SpongeBob unterwegs war und wird damit gepostet von Portalen. Habe ich auch gesehen, aber wie soll man darauf reagieren, wenn er von nichts weiß, Alter? Das regt mich ja auch auf. Ihn umbringen einfach. Venom Pictures, Harid Saske, der ihn erst den Hund nennt, dann aber Videos dreht für den Halb-Afghanen. Aber Digga, wir sind doch nicht dumm, Alter. Wir sind doch keine JBB, VBT-Hurensöhne hier. Nee, keine JBB-VBT-Huren, aber irgendwelche Geiseln nehmen im Video und dann komplett Offbeat durch die Gegend flown, Söhne. Ihr seid Leute Paragraphen 31, ein Haufen Kameradenschweine. Und ich verfütter euch vor Harrys laufender Kameradenschweine. Juri fährt kein Bentley, kein Lambo, er hängt ständig am Bahnhof. Du bist nicht John Gotti, du bist allerhöchstens Sammy Gravano. Denn du hast die Seele einer Ratte, den Körper eines fetten Schweins. Das ist die Rache jener, dessen Freundschaft du nicht zu schätzen weißt. Du siehst, wie dich langsam all deine Leute verlassen, du Fett. Ich glaube, wenn es Onbeat wäre, wäre es weitaus besser. Aber wie gesagt, Digga, ich kann das nicht appreciaten. Allgemein, allein wegen dem Flow so. Ne? Auch dieses fettes Schwein, weil du unsere Freundschaft nicht zu schätzen weißt. Es ist nicht irgendwie eine Line des Jahrhunderts, aber kann man halt bringen, aber so ist halt echt schwer, Digga. Und lieber mit stabilen Jungs hängen im Money Rain Sweater. Gewisse Bitch-Moves gehen nicht klar und dürfen auch nicht passieren, wenn man sich Freund nennt oder Bruder. Komm nach Osnabrück, du wirst umgepuncht. Umgepuncht, bleib. Ja, das Problem ist halt, Digga, die haben wirklich Connections, ne? Von dem her ist alles Satire, alles Spaß, was ich hier sage. Ich hab ne Tochter, lasst mich in Ruhe. Freund nennt oder Bruder. Komm nach Osnabrück, du wirst umgepuncht. Umgepuncht, bleib in Kassel, du wirst umgebracht. Denn sitzt Juri grad nicht mit dem Rucksack um Schultern blau. Das erinnert mich gerade an diese. Egal, nee, ich pack das Thema nicht aus. Egal. Im Unterricht die Stunden ab, macht er sich an die Cousine seiner besten Kumpels ran. Du Ehrenmann, du bist ein Schoßhündchen, Juri. Schöne Aussicht, kann ich nur empfehlen, mit einer schönen Begleiterin, die kriegt ihr dann sicher rum. Vorsicht, Mädels, jedes Wort eine Lüge. Geld, Schwanz, Rum und Männlichkeit sind die größten. Ach, Geld, Schwanz, Ruhm oder was? Männlichkeit sind die größten. Er ist bekannt durch, ey, hast du mal eine Kippe? Denn das ist schon eine Sache, an die er scheitert. Bla bla bla. Bitte, bitte, lasst euch nicht von seinen Fake blenden. Ich weiß leider Gottes, wovon ich rede. Hier noch was Persönliches an dich, Juri. Eine Nachricht noch. Und du wirst dein blaues Wunder erleben, Lappen. Eine Ex-Verflossene anscheinend? Okay, wird anscheinend hart persönlich hier, ne? Da werden die ganz tief gegraben, Digga. Du willst zu deinen Bros flüchten, Juri? Zu deinen Bros, die dir mittlerweile allesamt den Tod wünschen, Juri? Du hast weder Anstand noch Ehre und die Schlampen von denen. Du auf deinen Alben so erzählst, sind heranwachsende Mädels mit Spangen an den Zähnen. Ich hab zu lange geschwiegen, jetzt werden die Fakten aufgetischt. Solltest du jemals eine Tochter kriegen, denk dran, Karma ist a Bitch. Und das hier sind nicht nur einfach Battle Rhymes, du fette Schwein. Das sind deine Karriere, ach dein Leben, ein Ende setzen. Ich konnte die Vergangenheit zwar nicht mal verändern, doch deine Zukunft ist hiermit beendet. Du und ich, Player-Modus und Hater-Fokus. It never happened. Also irgendwie, ich muss ja sagen, es wirkt ja so, als meint er das halt wirklich ernst so, ne? Ich kann mir vorstellen, dass es für ihn wirklich so eine Herzensangelegenheit war. Vielleicht war es so, ne? Vielleicht war er wirklich enttäuscht. Ich meine, man kann sowas ja auch machen. Für einen selbst so, ne? Um sich da irgendwie den Frust von der Seele zu schreiben und so. Aber öffentlich ist halt scheiße, Digga, wenn es nicht sitzt. Nach dem Exit-Service kann ich jetzt keine Videos mehr drehen und Release-Party und so, weil ich habe halt jetzt Termine bekommen von den Leuten, bei denen ich halt das Solo-Album mache. Und wir haben es denen vorgeschlagen, wir haben denen gesagt, das und das, und haben die gesagt, nee, weil ich habe das Album ja schon fertig, verstehst du? Du kannst doch nicht zweigleisig fahren, dich, Alter. Ja, du schließt doch erstmal ein Projekt ab, Digga. Was ist los mit dir, Mann? Guck mal. Aber auch wieder dieses Telefonate aufnehmen und so. Ne, da merkt man doch schon, da haut doch schon was nicht hin. Wenn du so eine alten Telefonate hast, so von Freunden, da ist doch schon, da läuft doch schon was schief, Digga. Wenn ich was von den Leuten will, dann muss ich mich doch an die halten, weißt du, was ich meine? So, ich weiß, hey, grüß dich, sorry für den Kopf, ich will mich nicht groß rausreden. Habe hier das A Cappella für dich, will aber allgemein was dazu sagen. Juri hat bei Harry des Öfteren angefragt, ob er mit drauf darf und dass du gesagt hast, ich will nicht, dass der drauf kommt. Ich will nicht nachtragend sein, jeder macht mal Moves, er ist noch ein Kind. Ich würde sagen, wir nehmen ihn auf den Song mit drauf, will ihn nicht so krass verletzen. Also ich werde selber nicht mit ihm drüber reden, ich lasse dir die Entscheidung, ob du ihn drauf nimmst, aber ich wäre dafür. Wie süß, oder? Wie süß das geschrieben ist.
Oh! Du kannst sie an dir halten und ich will zu ficken, oder was? Ja, aber ich will dich schon nicht. Ich will ihn nicht so krass verletzen, das ist süß. 100%, das sind Bitch-Moves. Und das kannst du nicht auf mir sitzen, Alter. Verstehst du, was ich meine so? Das ist nicht korrekt, Alter. So, was ich dir alles geboten habe, was ich dir alles gemacht habe, so mir in den Rücken zu fallen, Alter. Ich habe dir eine Plattform geboten. Ich habe die auf Money Rain Empire draufgekickt. Verstehst du, wo Diego dich eigentlich nicht drauf haben wollte? Du fuckst mich gerade ab, Juri, Alter. Wer hat das Musikalische gemacht? Wer hat die Leute klar gemacht, Alter? Wer hat die Texte geschrieben, Alter? Was hast du gemacht, Alter? Ja, warum nicht? Warum nicht? Das ist für mich ein Bitch-Move, während der Albumphase sowas zu machen, Alter. Ja. Und da ich was halt von denen will, will ich halt jetzt nicht sagen, ey, ich kann das leider nicht wahrnehmen, bla bla bla, weil da verkacke ich bei denen, weil von denen schon echt groß. Ja, frag doch Artif, der war auch dabei. Ich habe jetzt ihm gesagt, dass du den Partner gekickt hast unter der Voraussetzung, dass Juri nicht draufkommt, und ich wüsste nicht, wieso man ihm den Joker geben sollte, weil er danach sowieso bestimmt wieder Moves macht. Ich überlege es mir. Ich so, wenn Diego sagt, ja, dann ja, solange er dabei bleibt, bleibe ich auch dabei. Ja, eigentlich dürfte man das nicht, ne, Maniac so, ne, also so allgemein private Chatverläufe, weil das ist halt so in diesem Rapper-Kosmos anscheinend so ein Ding, ne, da, ja, rennt halt keiner zur Polizei deswegen, ne. Yo, Dima, mein guter alter Freund Dima, weißt du, ich wollte dich nie so derartig in der Öffentlichkeit bloßstellen. Ich wollte die Sache verschweigen, weil ich loyal bin, weil du weißt, woher ich komme. Ja, aber loyal, also sehr loyal. So loyal, dass er Gespräche sogar aufnimmt, ne? Schon vorher. Und weil du selbst genau von dort bist, Dima. Ich hab wirklich vorgehabt, niemals ein schlechtes Wort über dich zu verlieren. Und das, obwohl du immer eine kleine, hinterhältige Fotze warst. Ich hatte trotz unseres Kontaktabbruches immer so viel Anstand, niemals über dich herzuziehen. Aber du lässt mir keine andere Wahl, Dima. Die Nummer mit Juri hat das Fass eindeutig zum Überlaufen gebracht. Denn die Tatsache, dass du cool mit meinen Erzfeinden bist, macht dich selbst zu meinem Erzfeind, du illoyales, hinterhältiges Stück Scheiße. Dima, ich nimm dich mit. 10 Jahre zurück. Okay, jetzt geht's in die Real Talk-Schiene anscheinend. 10 Jahre zurück. Jetzt kommt wahrscheinlich dieses, du warst damals ein Niemand und ich hab dich mit groß gemacht, ne? Das haben wir jetzt in jedem Diss-Track eigentlich quasi so gehört, ne? Mal gucken. Und ich pack 100 G's Weed ab bei einem Freund im Haus. Du warst der rothaarige scheue Lauch im anderen Raum auf der Couch mit Joint im Maul. Nur so ein Dima mit nem Foco-Healer mit Glitzer-Shirts und Deichmann-Schuhen. So ein Online-Player, der den ganzen Tag rumhängt bei MSN und ICQ. Geile alte Zeit, Digga. Was wart ihr, Leute? ICQ, MSN? Ich war eher der MSN-Boy. Ich hatte auch ICQ natürlich, ne, aber war eher MSN-mäßig. Ich weiß, die meisten waren ICQ-mäßig am Start, ne? Shirts und Deichmann-Schuhen. So ein Online-Player, der den ganzen Tag rumhängt bei MSN und ICQ. Dennoch hat man uns kurz vorgestellt. Du hast mir was vorgerappt. Und im Ernst, ich war sofort geflasht, denn der Junge hatte Mordstalent. Und das würde ich selbst heute nicht verleugnen, Dima. Doch du ersetztest wahre Freunde mit dem Teufel, Dima. Mittlerweile 10 Jahre her, wir stehen vom T-Bone im Keller. In einem Raum, der gerade so Platz bot. Für'n PC und Mikrofonständer. Und auch wenn sie uns niemals für Gesangsgrößen halten, packen wir Autotune auf Fuchs und wir die Amis zu klingen, die aus der Bassröhre halten. Und wir schrieben wie verrückt 24-7 Rhymes auf das Blatt, droppen Songs und sprachen das Intro auf Kollegas Coca-Musik 2000. Boah, Junge, es ist leider echt so schlimm. Boah, Digga. 7 Rhymes auf das Blatt, droppen Songs und sprachen das Intro auf Kollegas Coca-Musik 2008. Und dass du mal was reißen wirst, hab ich dir prophezeit. Kurze Zeit darauf packt dich Kollege dann auf Chronik 2. Ein wenig Fame entstand, doch trotzdem fehlte Kohle. Und Diego verfällt auf Szene, Drogen, langsam in Depression. Denn der Bänge war labil. Da stehen doch so viele Leute im Video, da muss doch mal einer stehen und sagen, Bro, das ist voll Offbeat. Vielleicht haben die alle Angst oder keine Ahnung, Digga. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es ein krasser Fighter so, vielleicht hätte ich auch mein Maul gehalten so, aber also... Verstehe ich nicht. Also entsorge ich sein Methamphetamin und sorg dafür, dass wenigstens Essen auf seinem Teller liegt. Denn du hattest Komplexe mit der Figur und der Fresse. Schwach. Stimmt. Ja, da war doch einer von der Mason Family dabei. Ja, da gab's doch dann auch nochmal Stress.
Irgendwas war da, stimmt, ja, ja, ja. Gebaut, blasse Haut, also lässt der Koller auf der Tour einfach hängen. Ja, es waren harte Zeiten, doch ich wollte dich nicht abschreiben. Bin jeden Morgen zu dir gefahren und weckte dich mit Backpfeifen. Zu der Zeit hat selbst deine Freundin nie an dich geglaubt. Doch jedes Mal, wenn du down warst, baute ich dich wieder auf. Denn so ein 60 Kilo Lauch. Stimmt, Rapido auch, Digga. Warum, also das peile ich halt auch nicht, ne? Oder die haben sich alle gedacht, ja gut, das Ding steht, es ist halt wie es ist so. Aber es wäre mir halt irgendwie unangenehm, da drin, also damit drin zu stehen, ne? Ist mir unabhängig von Loyalität, ne? Gut, wenn ich da mit jemandem voll dicke bin, aber wenn ich so dick mit jemandem bin, dass ich mich dafür hergeben würde, dann wäre ich auch ehrlich genug, um zu sagen, Digga, das kannst du so auf keinen Fall raushauen. Das geht so nicht. Du musst, da musst du was ändern. Das geht so nicht. Das können wir so, kannst du so nicht machen. Glaub mir, das wird unangenehm. Auch den ganzen Tag im Internet chillte, versuchte ich zwecks Steigerung des Egos sogar zum Fitness zu zwingen. Hab dich gepusht und dir den Rücken gedeckt. Und der schüchterne Depp genoss bei den Jungs im Osnabrücker Shisha-Café. Dürfte ich Respekt, Gottes, keine Angst mehr rauszugehen. Wir droppen weiter Song für Song und irgendwann schlug uns Kolle vor, mit ihm sein Album aufzunehmen. Also zog er zu uns und im Vergleich zu seinen restlichen Alben kommt er nur mit Autotune, was die technisch veraltete Rap-Szene spaltet. Und ey, Boss Aura war schon Ende 2011 krass gefloater Future-Shit und daran ändert auch. Ey, wenn Jules nicht wäre, hätte Money Rain mehr verkauft. Wie meinst du? Ja, so, der hat uns kaputt gemacht. Wenn er uns damals mit Boss-Aura-Analyse nicht so gef***t hätte, dann hätten wir heute 1000 Dinger verkauft. Digga, wir müssen mehr Street-Videos drehen, nicht immer nur übelste Videos. Ja, ja, okay. Ja, diese ganze Analyse damals, klar, hat bestimmt einen gewissen Schaden angerichtet, ne? So ein Bastardsohn wie Julian Nick. Doch du lässt dir einreden, Diego, von der gierigen Mutter deines Kindes. Will von Selfmade Geld sehen, woraufhin du die Jungs dann vor Gericht bringst. Der undankbare Bengel wollte abrechnen, Machtkämpfe anzetteln. Der Grund, warum auch Koller sich am Ende von uns abwendet. Und obwohl du im Unrecht... Ja, das war nett geschrieben, ne? So rein von den Reimen so, aber immer noch das gleiche Problem, ne? Und ich immer strikt gegen Beeper, hab ich mich selbst gegen Kolle gestellt und stand loyal hinter dir, Dima. Denn erst 2015 kam wieder der Kontakt zu Kollega zustande. Und das hab ich nur Collis und Robbys intensiver Freundschaft zu verdanken. Denn als Robby mich zu Kolle mitnahm, hatte ich Gewissenskonflikte. Doch man sprach sich aus und die Vergangenheit war inzwischen Geschichte. Es wurden Witze gerissen über einen erwachsenen Mann, der sich nur cool fühlt, wenn er als Schwamm verkleidet über ganz und Drugs rappen kann. Ey, ich sag euch ganz ehrlich, entweder ich bin komplett dumm gerade oder der hat gerade halbwegs richtig geflotet. Das Problem ist, das war jetzt so lange so, ich hab das Gefühl, ich kann gar nicht mehr richtig hören. Ich weiß gar nicht mehr, wie Onbeat klingt. Wisst ihr, was ich meine? Oh, Junge, Digga. Videoclip, über Nacht ne Mio-Clip. Jemand, der ohne Kostüm so verletzlich ist, innerlich so zerfressen ist, dass jede Aussage ihn so heftig trifft wie ein Messerstich. Dima, ich kenne dich und ich hatte erst vor, die Geschichte zu verschweigen. Doch dass dein großer Bruder gegen dich schießt, sollte dich innerlich zerreißen. Ich hab nie was zurückverlangt dafür, dass ich dir stabil hinterm Rücken stand. Doch jetzt hat der verrückte Schwamm niemanden mehr, der ihn beschützen kann. Denn auch wenn du so ein Drecksalbum für den Fettsack schriebst, so ein Jury steht nur so lange hinter dir, solange du Cash verdienst. Bah, so richtiger Fladen, Digga. Bah. Stella, wie du Witzfigur. Sieh, du bist ne YouTuber-Bitch. Und wegen Julian und Klicks hast du deine Zukunft gefickt. Ich war dein Bruder, doch du warst illoyal und fake zugleich. Und gehst du diesen Julian, bevor unser Collabo-Tape erscheint? Und nicht noch ein Beatwechsel, Bruder. Ey, Leute, noch 3 Minuten. Kommt schon. 3 Minuten noch, kommt. Hast selbst deine Mom darum gebeten, niemand zu erzählen, wo du bist. Denn aus Angst kannst du dich nicht mehr in deiner eigenen Nachbarschaft bewegen, weil du nicht mal einen Ansatz hast von Ehre. Und Diego, erinnert dich back. Ohne Johnny hast du dich nicht mal getraut, vor die Kamera zu treten. Ey, ich wage wirklich zu behaupten, dass das leider einer der schlechteste Diss-Track, den ich je gehört habe. Also klar, es gibt bestimmt irgendwelche so in irgendwelchen Amateur-Battle-Bibla-Blub sowas, ne? Aber jetzt so rein von Leuten, die man irgendwie kennt oder irgendwie halbwegs professionell arbeiten, so, ist das wirklich leider echt scheiße. Ne? Also, das ist krass. Yo, Dima, ich hab dich noch verschont. Ich musste mindestens noch 100 Bar streichen, weil ich Mitleid mit dir habe. Weil irgendwo tief im Herzen will ich dich nicht umbringen, weil wir mal Freunde waren. Denn zum Beispiel die Geschichte mit deiner Mutter, die Wahrsagerin, oder deiner Schwiegermutter, als sie mich damals angeschrieben hat. Und von deiner Freundin wollen wir gar nicht erst anfangen. Du weißt ganz genau, was war, bevor sie schwanger wurde. Nichtsdestotrotz habe ich 4 Jahre lang versucht, alles im Guten zu klären. Aufgrund Loyalität
Realität. Ich hab 4 Jahre nichts gesagt. 4 Jahre musste ich meinen Kopf ficken lassen von euren Feinden. Ey, ganz ehrlich, und das klingt jetzt auch wieder total respektlos wahrscheinlich, aber ich würde mir lieber 20 Minuten lang anhören, wie er labert. Wie er so erzählt. Du Hund, weißt du noch, wie das damals war? Mit deiner Familie, mit deiner Schwester, mit deiner Cousine, mit deiner Oma, mit deinem Opa, mit deinem Stiefvater, mit deiner Großcousine, mit deinem besten Freund, mit deiner besten Freundin, mit deiner Ex-Freundin, mit deiner zukünftigen Freundin, mit deiner zukünftigen Freundin nach deiner zukünftigen Freundin. Das würde ich mir lieber reinziehen, Digga, ich sag dir. Die mich versucht haben zu therapieren, um an euch ranzukommen. Wieso ich dich noch nicht beerdigt habe, lag daran, dass ich noch etwas Hoffnung hatte, das Ganze friedlich zu klären. Dass es diesen Song gibt, hast du dir selber zuzuschreiben. Und dass du mit meinem Ernstfeind Juri hinter meinem Rücken Sachen planst, obwohl du genau weißt, dass er mich hintergangen hat, um auf deinen Schwanz zu springen, dich auszusaugen, um endlich Fame zu werden, du Lappen. Wie oft hat er dich als Hurensohn betitelt? Schon vergessen? Weil du mit ihm nichts machen wollte. Wer ist denn das jetzt schon wieder, der hier so angsteinflößend wegrennt? Ich check die Story da nicht mehr. Schäm dich. Das zeigt mir, was für ein räudiger Hund du bist. Ich hab alles für dich gegeben. Meinen letzten Cent für dich gegeben. Doch als das Angebot von Julian mit den 10.000 Euro kam, das ist das Honey sein, okay. Warst du schneller weg, als die 10.000 Euro bei dir waren. Ich hab dir den Rücken gestärkt, dich überall gedeckt, nie etwas auf dich kommen lassen. Und du, Fotze, hast jede Gelegenheit genutzt, mich zu blockieren und unten zu halten. Mit diesem Song ist das Thema für mich durch. Du bist Geschichte. Auf jeden Fall, danach ist er Geschichte gewesen, der hat sich danach umgebracht. Dima, Santiago, SpongeBoss, wer auch immer, du bist tot. Du bist tot. Yo, der King am Mike mit Sticken Lines, wie frisches Weißes importiert aus Business-Reisen, Digga. Ich steck nass in weiße Clips in die Sixties rein, griffbereit. Holler Tipps zerreißen dein Gesicht in zwei. Denn ich fick die kleine Bitch, die meint. Seine abgefuckten Double-Time, will ich eins, wenn Killer scheiß und ich spit in Windeseile. Fasse nicht Geschwindigkeit auf Banks im Bonga, bis die Silben rein. Und bitte Overseas, Fresh and Rover Jeeps, stopfe Back jetzt Kokaine, Bitches rein. Klick. Ey, ich muss wirklich sagen, wenn der Double-Timed, klingt es besser als der Rest, Digga. Es ist so, oder? Es fällt da nicht so auf. Aber ist halt auch nicht gut. Klick, bam, hit him up, als Schwamm verkleidet, Klicks zu machen. War es dir wohl wert, deine ganze Klick in Stich zu lassen? Julian, Juri, du hängst mit Snitches, die verlogen sind. Und dein Kostüm bloß Ersatz, denn dein echtes Gesicht hast du verloren, Bitch. Und ich hab für dich Schweiß und Blut gegeben, Dima. Als wärst du mein eigenes Fleisch und Blut gewesen, Dima. Wollt dich als kleinen Bruder sehen, Dima. Doch du bist ne Hure ohne Bruder, Ehre, Dima, weil ich keine Fotze bin. Ja, das kann man immer machen. Immer einfach den Vornamen oder den Namen immer so nach jedem Wort, das baut auf jeden Fall immer Atmosphäre auf. Aber dann muss halt was Cooles folgen. Und ich wage zu bezweifeln, dass das passiert. Wie du bitte ich um die schützende Hand. Für den Tag, an dem du auf den Knien saßt, an einem Battles um den Sündenerlass. Denn wir sind durch die Hölle gegangen, doch du gingst wieder zurück. Kein Fuck auf Fake Friends, kann man lässt grüßen. Rest in Peace, Dima, du Snitch. Undefeated Heavy. Way, next level quality, crack fürs Game. John Webber, Robbie Banks, greatest combo ever, cash is claimed. Und ein paar Bitches beseitigt, jetzt bin ich wieder back mit Robbie Banks im Gepäck. VDS, EDS. Okay, Leute, Ali Hassan, Alex Benzler, Ali Hessler, Alex Benzler, dann das Sir Unico Studio, Jay Boga, R. Banks, Descents, Media Arts, Jetten, Robbie Banks, Jamin, Two Speed Persa, Rootboy, Rapido, Fresh as Fuck, Eddie Servet, Mustafa, Ismail Vato, Mehmet, Volkan, Selçuk, Arbian, Hassan, Donat, Ramadan, Torte, Jana, Ermin, Adnan, Tolga, Yassin, Felix, Tamu, Siva, Ömer, Dennis und Jens. Die waren alle dabei und keiner hat ihm gesagt, dass man das so nicht raushauen sollte. Ja, okay, die Bewertung ist auch krass, ne? Es ist nur ein Re-Upload. Das ist nur ein Re-Upload. Ich glaube, das spricht Bände, ne? Auf jeden Fall krass. Krasses Ding. Ich habe in Erinnerung gehabt, dass es schlecht war, aber nicht, dass es so schlecht war. Muss ich ehrlich sagen, ich wusste noch, okay, da war echt, lief echt viel schief, ne? Und das, ey, nicht, dass die Leute jetzt denken, ja, der hat dich gedisst, deswegen machst du, nee, ich meine wirklich, jetzt unabhängig davon, ob er mich disst oder nicht, das war halt einfach ein Reinfall.